Hallo meine liebe Puringsfreunde, ich bin Albina Dworzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute bin ich im Atelier und ich habe gerade ein Video mit Marcel, der technische Seite von meinem Kanal sozusagen betreut, ein Puringbild gemacht, das ist Ergebnis von ihm. Und wie ihr seht, wir haben richtig ein tolles Bild gemacht mit großen Zellen, mit kleinen Zellen. Der Bild entfaltet sich noch. Und ich habe mir gedacht, es gibt hier noch so viele Reste und wir haben die Farben gemischt, gemischt, gemischt. Das war wirklich eine spannende Geschichte. Wie gesagt, wie man Farben mischt und so weiter, das haben wir gerade gedreht. Dann wird er heute abarbeiten, fertigstellen. Dann haben wir hoffentlich in ein paar Tagen dieses Video schon auf meinem YouTube-Kanal Dara Kunstschule. Und heute habe ich mir gedacht, ich mache einfach jetzt so ein kleines Vorgeschmack, zeige ich dieses Bild. Zeige ich diese Atmosphäre und ich zeige euch auch, wir haben ganz viele Restfarben. Ja, das gibt es so Restfarben, die geblieben sind. Wir haben das gemischt und wenn ich bis morgen warte, dann werden die Farben, kann man sie bewahren, aber wenn sie offen bleiben, dann trocknen sie aus. Und ich dachte, ich pure jetzt ein kleines Bild aus Restfarben und ich sammle auch zum Beispiel, das ist bei mir beim Gold. Ich habe mit Gold ein kleines Bild gemacht, der groß ist, das ist so ein bisschen Farbe geblieben. Ich packe die einfach in einem Becher und ich mache Folgendes, weil ich pure ganz oft die Bilder aus Restfarben, ja, und dann entstehen ab und zu so tolle Effekte, so ein bisschen andere Effekte und das wollte ich euch da so ein bisschen was zeigen. Und zwar, ich sammle alle Farben, die sozusagen restliche Farben, zum Beispiel, wenn die Farbe, wenn das Bild noch nass ist, dann kann man unten bei dem Bild sozusagen mit Finger gehen und das sammelt sich auch noch ein bisschen Farbe. Das ist hier nicht viel, weil wir haben das schon ein paar Mal gesammelt, aber ein bisschen Farben bleiben am Rand. Und ich sammle jetzt alle diese Farben, ja, wie ihr seht, das Bild ist noch total nass, aber wunderschön. Und ich stelle das Bild einfach zum Trocknen zur Seite. Und selber würde ich so ein kleines Bild mit dem Rest Farbe puren. Dafür brauche ich jetzt noch ein bisschen Platz. Ich habe das extra so gemacht, damit ihr seht, so das Bild, wie gesagt, zeige ich euch. Das ist ein wunderbares Spiel und das ist diese Umrandung von Dunkel und da kommt ein bisschen Gold rein. Wie gesagt, die genaue Rezeptur, wie wir das gemischt haben, ist bald auf unserem YouTube-Kanal. Das würde ich sagen, morgen, übermorgen, wenn Marcel das alles sozusagen reinstellt. Und das ist das Ergebnis. Tolle Zellen, große Zellen, kleine Zellen. Und wir haben wirklich eine Stunde das gemischt und ich habe ihm vorgeführt, wie man das, die Farbe in weiße Farbe gießt. Dann seht ihr, das ist ganz andere Ergebnis. Und unten nehmen wir auch die restlichen Farben von unten. Seht ihr, die Farben sind noch total nass. Das ist auch sehr viel Farbe, die noch da ist. Das sammle ich jetzt einfach. Weil, wie gesagt, wir arbeiten mit Gießtechnik, mit Acrylfarben. Wenn ich das Ganze so lasse, dann ist das morgen schon alles sozusagen nur zum Wegschmeißen. Das ist hier, habt ihr auch ganz andere Zellen, ganz andere Effekte. Wenn die Bilder trocknen, wir werden Donnerstag ein Video drehen, wo ich euch die Rezeptur für die Lackierung von Bildern zeige. Und jetzt seht ihr, da gibt es hier so viel Farben. Wir haben gegossen und dann haben hier sehr viele Farben sozusagen runtergegossen. Ich sammle sie alle richtig mit Hand in der Becher. Und genau diese Mischmaschfarbe, kann man sagen, deswegen zeige ich das heute, genau diese Farbe benutze ich für mein nächstes Bild als Grundierung. Und je nach der Größe, weil es gibt kleine Größen, es gibt große Größen, es ab und zu sammelt sich wirklich den ganzen Becher voll.
mit der Farbe. Und diese Farbe könnte man als Grundierung nehmen. Wichtig ist, dass ihr wisst, wir haben in dieser Farbe Silikonöl. Das heißt, wenn ihr keine Zellen in euren Bilder haben wollt, in eure Puring-Bilder, dann dürft ihr das nicht benutzen. Ja? Wenn ihr aber keine Zellen sozusagen Bildung in eure Bilder haben wollt, dann nicht. Wenn ihr mit Zellen arbeiten wollt, dann könnt ihr das benutzen. Jetzt habe ich diese Farbe von Folie gesammelt, ja, und ich empfehle immer, wenn wir mit Puring arbeiten, dass wir zwei Lappen haben, eine trockene und eine nasse, und dann können wir das unsere Handschuhe sozusagen abtrocknen, sauber halten und weiter puren. Dann nehmen wir diese abgeflossene Farbe, wir mischen das, und meistens ist diese Farbe sozusagen, weil sie hat schon abgeflossen, sie hat ein bisschen Feuchtigkeit verloren, meistens ist das ein bisschen zu dick und wir brauchen diese gewisse Flüssigkeit. Dann geben wir dazu ein wenig von Tiefgrund, damit die Farbe richtig fließt. Und wir haben das auch in der vorherigen Rezeptur das so gemischt, und so ein bisschen Tiefgrün ist bei uns von Weiß geblieben. Wie gesagt, ich mache jetzt wirklich die Restfarben. Ich nehme dieses Tiefgrün rein und dann kann ich das vermischen. Dann wird meine Farbe gleich dünner, weil in Acryl, in dieser Gießtechnik ist das wichtig, dass die Farbe richtig fließt. Und dass die alle Farben die gleiche Konsistenz haben. Das habe ich jetzt alles gesammelt und dann habe ich wunderbare anthrazitgraue Farbe gekriegt. Und dann ist bei mir so, schauen Sie mal, so richtig minimale Menge von Blau geblieben. Und da sie gestanden ist, ist das auch so ein bisschen schon dickflüssig. Das heißt, ich nehme da auch ein wenig Tiefgrün. Ja. Und es ist auch hier bei mir in diesem Tiefgrünbecher ist das so ein bisschen weiß. Ich vermische das einfach zusammen. Ja? Und so wollte ich euch zeigen, das könnt ihr mit Restfarben ein bisschen arbeiten. Gieße ich da nur ein bisschen. Bei Tiefgrün sollten wir nicht zu viel dazu geben, sonst wird die Farbe zu flüssig. Und dann ist das natürlich nicht gut. Und das ist jetzt hier wirklich nur eine kleine Tropfen. Das wird nur ein kleines Akzent mit Blau. Aber das würde ich, wie gesagt, das ist jetzt so wirklich ein Experiment. So ganz ein Schlucken von Blau. Dann habe ich ziemlich viel von Schwarz. Ja, das ist so, die schwarze Farbe ist hier ganz schön. Ich habe so ein wenig von Weiß. Ja, aber jetzt, wenn die Farbe stehen, werden sie ein bisschen dickflüssig. Das ist schon auch eine Stunde vorbei. Bevor man die gießt, muss man alle auf die Flüssigkeit überprüfen. Und wenn er merkt, nee, das ist mir jetzt zu dickflüssig, Entschuldigung, dann nimmt er ein bisschen Tiefgrün. Dann nehme ich so diese bisschen bläuliche dazu. Blau ist das geworden, weil ich das mit Blaufarbe vermischt habe. Also sonst ist das Tiefgrün ist... Also jetzt habe ich schöne Konsistenz. Ja, das ist so, wie gesagt, ich habe jetzt ganz wenig von Weiß. Ich habe lilane Farbe da und ich merke, dass es auch wieder, wenn die Farbe steht, wenn die Farbe geöffnet steht, dann wird sie ein bisschen dickflüssiger. Deswegen nehme ich da wieder Schluckchen von meinem Tiefgrün da, vermische das. Weil wenn die Farbe offen steht, verliert ihr seine die Feuchtigkeit geht ein bisschen verloren, weil ich habe auch Heizung und das ist natürlich, der Luft ist ein bisschen trocken. So, jetzt ist aber gut, da fließt die Farbe jetzt richtig schön. Und ich habe noch ein bisschen Gold dabei. Und Gold sehe ich, das ist jetzt auch ein bisschen zu dickflüssig. Dann nehme ich da auch meine Tiefgrün dazu, so wirklich ein wenig, so ein Schluckchen,
damit die Farbe wieder ein bisschen dünnflüssiger wird. Und jetzt ist das wunderbar. Wie gesagt, und ich weiß, dass ich in ein paar Farben schon mein Silikonöl habe. Das ist ja mit mir ist jetzt noch nicht flüssig genug. Dann nehme ich noch ein wenig vom Tiefgrund. Man kann auch Wasser nehmen, weil es wird öfter Frage gestellt, wieso nehme ich kein Wasser, sondern Tiefgrund. Tiefgrund im Vergleich zu Wasser könnte man sozusagen so sagen, das vermischt sich viel besser mit dem Fluid und mit der Farbe. Da habt ihr die Farbe ist ein bisschen geschmeidiger. Wenn es trocknet, entstehen fast keine Risse. Und noch ein Vorteil, die Farbe dunkelt nicht so stark nach. Das sind die Vorteile von Tiefgrund. Und jetzt sind das meine Farben. Und ich habe das jetzt kleines Leinwand vorbereitet. Und das ist wie immer sozusagen mein Leinwand. Hinten ist das alles vorbereitet. Jetzt stelle ich das hier und ich mache das immer sozusagen, das ist auch, man kann das machen, man muss das nicht machen. Ich mache immer meine Leinwand ein Tropfen, ein Schluckchen von Tiefgrund und ich bringe das so ein bisschen, sieht ihr, das ist so ein bisschen lila mit Farbe noch rein, das ist nicht so schlimm, dass ich das einfach mein Leinwand ein wenig feucht mache. Ja? Es sorgt dafür, dass meine Farbe dann besser fließt und es ist ganz oft, wenn ich das so gemacht habe, entstehen da so kleine Bläschen und das kann ich mit Heißluftpistole so kurz drauf gehen, dann verschwinden die Bläschen, so die Bläschen. Und dann habe ich schöne, feuchte Oberflächen. Und jetzt mache ich das meine Grundierung. Das ist meine Mischmaschfarbe. Kippe ich einfach auf meine Leinwand und dann verteile ich das. Ja? Von links nach rechts. Und in diesem, wie gesagt, das ist jetzt so ein kleines Experiment. Ich habe das einfach so alles gesammelt von unten. Und ihr seht, dass es da entstehen ziemlich viele Bläschen. Viele sagen, oh, bei Puring Bläschen geht gar nicht, das ist schlecht. Man kann das mit Hand so ein bisschen verteilen. Ja. Und danach können wir unsere Heißluftpistole nehmen und das halt die Luftbläschen wegnehmen. Und hier solltet ihr auch ganz bewusst verstehen, wir haben in dieser Farbe, in dieser Restfarbe Silikon. Das heißt, unsere Zellen sozusagen, Bildung, wird von unten, wie ihr seht, das ist so ein bisschen Fett schon im Untergrund. Und das sorgt für ganz andere Effekte. Ich zeige danach euch ein paar Bilder, wo ich sage, ja, ja, unerwartet schön. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu zeigen. Dann nehme ich, bevor ich die Farbe gieße, nehme ich meine Heißluftpistole und ich lasse die Bläschen verschwinden. Und dann, wie ihr seht, die Bläschen gehen weg, aber da kommen schon die Zellen von unten. Ja? Also das ist auch jetzt schon spannend, ja, wenn ich dann so sage. Und dann machen wir weiter. Ich arbeite mit diesem Becher, was wir vorher genommen haben. Und ich mache das auch, dass ich heute jetzt in die schwarze Farbe, ich nehme nur ein Glas, so jetzt ein bisschen mehr schwarze Farbe. Dann stelle ich meinen Becher. Und das, die Methode heißt Open Cup, aber halt auf diese, in diese graue Farbe, die schon in sich Silikon hat. Und ich würde das jetzt hier so wirklich diese graue Farbe reingießen. Und dann rein so Gold. Und abwechselnd einfach alle meine Farben, alle meine Restfarben da reingießen. Dann habe ich so dieses wunderbares Blauton. Das ist wirklich nur, wie ich gesagt habe, das ist wirklich nur ein Schluckchen für die Effekte. Ja. Und dann habe ich ein bisschen Weiß, das würde ich auch jetzt reingießen. Ja.
aber nur ganz wenig, weil mit Weiß muss man schon vorsichtig sein, dann entstehen schon so ganz coole Effekte und dann könnte das zu viel Weiß sein. Da sollte man mit Weiß eher so sparsam sein. Jetzt kippe ich mein ganzes lila Ton rein und wie ihr seht, dann fließt die Farbe schon sozusagen raus aus meinem Becher. Dann entsteht auch schon Muster. So. Dann mache ich den Gold, den restlichen Gold rein praktisch. So, und wie ihr seht, dann beginnt dieser Zaubermoment. Entstehung von Sternen, sage ich immer, auf dem Himmel. Die öffnen sich so und dann kippe ich noch ein bisschen von meinem grauen Fuschelmuschelfarbe noch ein bisschen rein, weil ich finde einfach, der Ton ist cool. So, und jetzt sehen wir, dass das überall am Rand schon ganz tolle Effekte entstehen und in diesem Moment ist ganz wichtig, dass wir einfach uns Zeit nehmen und abwarten, ja, weil die Farbe, die öffnet sich sozusagen von alleine. Ich würde jetzt die Kamera ein bisschen tiefer stellen und dann könnt ihr das noch besser, die Effekte sehen, sozusagen den Stativ fahre ich ein bisschen runter, so. Und dann könnt ihr schon diese Entstehung von Sternenbild, sage ich immer, schon ein bisschen besser sehen, so ein bisschen aus der Nähe. Noch näher kann ich nicht machen, sonst wird das noch, oder doch, warten Sie bitte. Ich versuche, vielleicht kommt das noch, super, dann ist das noch näher dran, sehr gut. Und dann kann ich dann praktisch danach, jetzt einfach warten. Danach könnt ihr dann praktisch aus der Nähe ganz gut sehen, wie die Farben sich entfalten. So. Und was da alles passiert. So. Und wichtig ist, wie gesagt, weil wenn ihr anfängt mit Pudding, dann solltet ihr keine, das ist keine schnelle Geschichte, ja? Das ist so ein bisschen abwarten, so gucken, was passiert, was für Zellen entstehen, was bilden sich das für Muster von alleine. Und ich mache zum Beispiel, man kann den Becher so hochheben und ich mag das immer so, ich drehe das so ein bisschen. Ich finde, dass es so, wenn man das so dreht, dann entsteht so wie ein Federmuster. Und natürlich, es bleibt nicht so. Ja, ich bin schon längst nicht so optimistisch, dass genau so, wie ich will, im Bild das bleibt, wie ich das möchte. Das ist immer wieder so eine Überraschung. Und wenn ich solche Effekte sehe, dann sage ich, wow, wie schön. Und dann kommt ins Spiel unsere Föhn, unsere Heißluftpistole. Ich habe die Farben jetzt ein bisschen zur Seite gebracht. Wir haben so ein paar Minuten gewartet, bis die Farbe sich von alleine entfaltet. Und jetzt nehme ich meine Heißluftpistole, mache ich das so circa auf 500 Grad und dann gehe ich auf meinem Puringbild mit der Wärme. Und dann schaut er mal, dann denke ich mir, jetzt werdet ihr sehen, dass das die Zellen sich, schaut er mal, das ist wirklich schnelle Geschichte. Und so haben wir unsere Sternenbild praktisch da. Und jetzt sollten wir wieder ein bisschen abwarten, damit die Farbe sich von alleine, damit Silikon anfängt zu arbeiten. Und ihr werdet sehen, die Zellen werden größer und größer. Und größer und dann, wenn er sieht, okay, hier fließt schon Farbe, da kann ich mit Finger ein bisschen helfen und sonst kann ich jetzt langsam anfangen, mein Bild zu bewegen, ja, in einem oder in anderen Richtung. So, ich würde das so anfangen und hier ist ganz wichtig, keine hektischen Bewegungen, richtig langsam und schön.
kein Stress sozusagen. Lasst ihr die Farben einfach fließen, einfach entfalten. Ihr könnt mit Finger ein bisschen helfen, damit das so zu den Rändern nach unten fließt. Ja? Und wenn das da geflossen ist, dann könnt ihr das Bild drehen und dann zum Beispiel zur anderen Ecke fließen lassen. Ja? Und langsam, ohne, wie gesagt, hektische Bewegung. Und ihr seht, die Zellen öffnen sich. Schaut mal, das ist wirklich eine Galaxie sozusagen mit bisschen lilanen. Und hier merke ich, hier an die Ecke habe ich ein bisschen zu wenig Farbe. Und ich habe genug von meinen Wuschel-Muschel-Farben da. Ich nehme das einfach und gieße dann da rein. Ja. Und dann kann ich das wieder sozusagen leicht kippen. Und wenn ihr das selber macht, ja, könnt ihr euch irgendwelche Meditation Musik anmachen und dann vielleicht kosmische Musik, weil ich sage, diese Puring-Bilder, das ist immer ein Universum, das ist immer ein Unikat. Sie kreieren nie zwei gleiche Bilder. Ihr habt jetzt am Anfang so ein paar Bilder gesehen, was wir mit gleichen Farben gemacht haben. Aber das, was ich jetzt sehe, das ist ein ganz anderes Bild, ja. Und dann drehe ich das weiter und kippe ich das sozusagen nach links, nach rechts. Jetzt gehe ich da lang. Ja, und wie cool das ist, dass die Farbe wirklich sich öffnet. Und hier habe ich endlich auf mein Bild, weil auf den anderen hatte ich gar keine Lila gesehen. Und auf dem ersten Bild, das war mir so zu wenig Kontraste. Und hier sehe ich diese schöne lilane Farbe, die sich öffnet. Und dann öffnen sich total schöne goldene Zellen. Und das ist, liebe Leute, das ist gerade Anfang, weil ich ziehe das hier weiter. Wie gesagt, nach links, nach rechts schieben, ganz, ganz vorsichtig. Ja, ohne, und wenn er merkt, okay, die Farbe möchte nicht mehr so fließen, wie ich möchte, dann könnte man zum Beispiel noch ein bisschen graue Farbe dazu geben. Und das würde ich jetzt auch machen, weil sonst finde ich schade, wenn diese Zellen verschwinden. Mache ich hier noch ein wenig grau, mit Stäbchen kann ich da gehen. Und er sieht, dass es hier so circa 3-4 mm dick ist die Farbe. Und das muss ich natürlich auch wegkippen, weil wenn ich zu viel Farbe auf meinem Leinwand lasse, dann entstehen natürlich auch Risse. Ja, das ist das auch dann nicht so ganz schön. Und hier kommt das, kann man so wie gesagt am Rand ein bisschen mit Finger helfen. Und dann unten kippen, damit die Farbe dann runter fließt. Ja, und die Ränder dann auch komplett mit unserer Gießfarbe sozusagen auch gegossen sind. Ja, es geht darum, dass ich nehme immer so diese XL-Leinwände, weil ich finde dann, wenn ich diese XL-Leinwände nehme, dann sind die Bilder viel schöner, das könnte man so als kleine Geschenke machen. Das ist so wie kleine Universum und das könnte man auf Regal stehen. Ich habe jetzt wirklich so kleine Leinwände, das ist so, die große ist 18×24, ja. Und schauen Sie mal, was für tolle Zellen habe ich jetzt gekriegt hier mit diesen weißen Umrandung. Und wenn ich jetzt sage, naja, ich wollte zum Beispiel das noch weiter hier gießen, damit diese Effekte verschwinden, dann kann ich das auch noch weitermachen, weil ich finde so, hier ist das so schön und das würde ich dann gucken, wie öffnen sie sich weiter, was passiert, wenn diese Leben sich noch weiter öffnet. Wie gesagt, wir arbeiten und seht ihr, das ist so ein Wunder, da öffnen sich hier noch die Zellen, ja. Und deswegen nicht zu früh aufhören, nicht so hektisch sein von einer Seite
Und von anderer Seite wirklich, wenn er sagt, jetzt gefällt mir mein Bild, dann sofort aufhören, weil es kann sein, dass das zu viel wegfließt und dass man an schönen Effekten was verliert. Ja? Weil ich bin jetzt mit meinem Bild ehrlich sehr zufrieden. Ja, ich finde, die Farben sind einfach bombastisch. Ja, der Blau kommt von unten und an einer Seite habe ich Blau, an anderer Seite Gold. Und ich liebe dieses Yin-Yang und ich finde, ich muss das hier noch ein bisschen kippen. Und dann habe ich wirklich ein Feng Shui zeichnen. Und das würde ich jetzt noch, nach hier sieht man das nicht. So. So, wie gesagt, liebe Leute, weniger ist mehr, rechtzeitig aufhören hilft auch. Und jetzt, wie ihr seht, habe ich mit gleichen Farben total anderes Bild kreiert und ich habe noch die Restfarben sozusagen auf meinen Finger. Ich würde heute keine weiteren Bilder puren. Vorsichtig, puren macht süchtig. Aber was ich euch noch zeige, ich mache das so, die Farben weg von meinen Finger in Becher. Und ich kann das Bild auch so ein bisschen schieben und zeigen, was ich so mache. Praktisch das, was ich am Anfang gemacht habe. Ich nehme die Farbe vom Bild weg und ich sammle diese restliche Farbe wieder. Ja, und dann kann ich, wenn ich Lust und Bock und Freude habe, dann diese Farbe wieder verwenden. Da muss er das nur wirklich gut zudecken, weil Acrylfarbe verliert die Feuchtigkeit. Das ist halt wichtig, ja. So, jetzt habe ich meine Stelle wieder sauber gemacht und ich zeige noch ein paar Sachen, weil ich habe euch gesagt, wenn wir mit Farbe unten arbeiten, die Silikonöl hat, dann entstehen ganz andere Effekte und das Bild arbeitet so ein bisschen anders, als wenn wir Grundierung ohne Silikonöl haben. Und jetzt sieht er schon, dass wir hier überall weiße, tolle Zellen kriegen. Und wie gesagt, das ist Know-how, kann man patentieren lassen. Ich nehme jetzt mein Föhn und ich gehe mit dem Föhn obendrauf und da werdet sehen, dass unsere Zellen sich noch weiter öffnen. Und wenn er natürlich keine weiteren Effekte im Bild braucht, dann könnt ihr das so lassen. Dann kommen noch ein paar, aber nicht viel. Und jetzt werdet ihr sehen, dass das hier noch ein paar Sachen aufgehen. Seht ihr so ganz kleine kosmische, sage ich, Elemente. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn wir mit dem Heißluftpistole arbeiten, dass wir nicht zu lange sozusagen das so Druck so halten. Und ich habe das jetzt, ich überlege jetzt, diese Ecke würde ich gerne wegfließen. Und ich weiß nicht, ob das gute Idee ist oder schlechte, aber ich mache das jetzt. Weil ich mag da diese Grau nicht so sehr. Das ist nicht so ganz gleichmäßig geworden. Und ich denke, wenn ich das weiter so ein bisschen mein Bild drehe, ja, das sehe ich das, dann öffnen sich diese blauen Zellen noch mehr. Hoffentlich sieht er das auch. Und dann entstehen wirklich coole Effekte. Da kommt Blau von unten. Ja. Und wie gesagt, bei Puring kann man sagen, okay, wenn man zu viel gemacht hat, hat man Pech gehabt, schöne Effekte sind weg. Aber da kommen andere Effekte, die auch toll sind. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich doch das bisschen, das war doch ein bisschen Fehler, aber aus dem Fehler lernt man. Das ist an diese Ecke, kommt das Silikonöl von unten und der Rand wird nicht so spannend schön. Und dann kippe ich das wieder so ein bisschen nach unten, ja, damit hier
das Silikon, dass das Bild so ein bisschen nach unten fließt. So. Nee, das ist jetzt vorbei. Liebe Leute, mehr wird das nicht fließen. So, ich sammle das jetzt, die Farbe von den Rändern. Und ich kann das euch hier so zeigen, was ich heute kreiert habe. So, das ist Inspiration Lila-Blau mit Restfarben. Und was ich heute gelernt habe, bitte, so diese Ecke, was ich korrigiert habe, das war nicht so ganz gute Geschichte, weil die Ecke hat sich verbessert, auf jeden Fall. Aber hier habe ich so ein paar Sachen verloren. Ja? Aber das ist halt Risiko daran, dafür sind diese Zellen wunderbar. Insoweit, liebe Leute, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Machen Sie eure Experimente, genießen Sie das Leben. Nur so, wenn wir experimentieren, leben wir. Und da könnte man auch beobachten, was passiert weiter. Die Puring-Bilder, die arbeiten auch weiter. Und jetzt gehe ich nochmal mit meinem Föhn drauf, weil ich sehe, dass es hier am Rändern entstehen auch noch weitere Effekte. Ich gucke, was da noch alles möglich ist. Noch ein bisschen Wärme und drauf. So, jetzt kann ich sagen, jetzt passiert nichts mehr. Das ist jetzt wirklich Feierabend und gut so. Aber hier sehe ich, jetzt sehe ich hier zwei Menschen, die sich küssen. Da kann man sagen, auch das hat sich doch gelohnt, mein Universum weiterzuzeichnen. Insoweit bleiben Sie kreativ, experimentieren Sie, machen Sie eure Erfahrungen, schicken Sie mir eure Bilder. Was passiert, wenn ich die Farbe mit Silikonöl als Hintergrund nehme? Dann passiert Folgendes, ihr habt dann im Bild sehr, 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 sehr viele Zellen, die dann noch weiter und weiter und weiter entstehen. Und da zeige ich ein Bild, das ist auch in gleiche Technik entstanden, aber mit anderen Farben. Und so sieht es dann nach Trocknung aus. Das finde ich richtig hammermäßig. Und sowas entsteht, solche Zellen entstehen, wenn wir unten zum Hintergrund eine Farbe mit Silikon nehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren, beim Machen, beim Tun. Und ich wollte euch ein Bild zeigen, noch dieses erste Bild. Das Video kommt dazu. Die gleichen Farben, sozusagen Silikon. Unten haben wir genaue, ohne Silikon, schöne Zellen mit Silikonöl. Das Bild ist noch lebt und das ist noch ein bisschen lebendiger, interessant, nicht so ruhig und es macht immer wieder Spaß, etwas dazu zu mischen und gucken, was passiert. Insoweit alles, alles Liebe und wenn euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und bei Facebook Dara Kunstschule. Schreiben Sie Like, empfehlen mich weiter und ich freue mich auf eure Kommentare. Eure Dara.